Sophie. Lake Sophie ist ein einzigartiges Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung die Geschichte beeinflusst. Wie im richtigen Leben sind es die geöffneten Türen, die mitgenommen Erinnerungen und die erforschten Schatten, die dich definieren. Es mag unser Spiel sein, aber es ist deine Reise. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge The Lays of Fear. Wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben mit diesem Pferde. Das sind ja die in Anführungsstrichen Pferde. Das sieht auch aus wie so eine Fisch. Das kann auch ein Fisch sein. Das sieht mehr aus wie ein Fisch, weißt du? Hier die Dings. Der Körper, das Auge vom Fisch, die Seitenflossen, ich weiß noch nicht, was das da ist. Vielleicht ein anderer Fisch. Mal gucken. Dann wollen wir mal weitergehen, ne? Oh Mann, schon wieder diese dunkle Stelle hier. Boah, halt die Fresse. Alter. Alter, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ja, also ich will mit gar nichts erst zu tun haben. Ich laufe ein bisschen schneller. Geht aber hier rein. Oh, ein kleines Spielzimmer. Das ist doch schön hier. Das finde ich schön. Ja, die Scherben müssen nicht sein. Seht ihr? Im Delirium. Dann geht mal wieder zu. Hä? Egoistisch. Hallo? Wieder zu. Hallo? Okay. Die Tür ist weg. Ist das gemein, Alter. Ganz ehrlich. Wie schräg ist das? Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Okay... Oh, warte, dann kann er untersuchen. Oh Mann, trauriger Smiley. Hat aber einer Geburtstag, happy 5. Geburtstag... Oh! Happy 5. Geburtstag, das ist gemein. Dass er dann nicht gekommen ist. Alter Schwede. Da lang kann ich also nicht. Ich gehe dann da lang. Das Buch war vielleicht zum Lesen? Nee. Okay, ich glaube, die ist schwanger, würde ich mal behaupten. Okay, das Bild haben wir jetzt mitgenommen. Nächster. Okay, ja, toll. Das Spiel schafft mich jedes Mal, mich richtig
so Nervosität. Dass ich. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Danke dafür. Ganz toll. Wunderbar. Da pulsiert ein Herz. Ich gehe mal erst in die Richtung. Nein, ich gehe in die Richtung. Ja, was ist das denn? Spiel? Von da aus? Oh, was war das? Fehlt ja in fehlen ja zwei Steinchen. Hallo. Herzen, dann machen wir so wahnsinnig. Da, ist es doch. Hey. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. Good thing we didn't bet on it. What? What's so funny? Nix, es ist nix lustig. Nur dieses Herz machen wir etwas wäre. Okay, jetzt komme ich zu dir. Was hast du denn Kleines? Ach, Kleines. Alter! Hab ich mich jetzt erschrocken. Jetzt mal ohne Scheiß, ich hab mich jetzt. Alter! Jetzt ist auch bei mir vorbei. Alter Schwede, was ist das denn jetzt? Ich hab mir gerade sowas von in die Hose gekackt, ne? Das glaubt ihr nicht wirklich. Ich hab mir gerade. Oh, Junge. Hab ich mich jetzt erschreckt, ey. Ich hab irgendwas zum Lesen kurz. Ne, das kann ich nicht lesen. Scheint nichts Wichtiges. Malstifte. Ganz ehrlich, was willst du der Person, dieser, ich weiß nicht, was ist, diesem Mädchen, diesem Geist helfen? Und, boah, nee, und dann macht die so etwas sowas. Was ist das denn jetzt? Wird der von Mal zu Mal schlimmer oder warum? Oder was? Ist das alles voll gekritzelt? Ist irgendwann im Film? Ich mach die Tür das mal auf, ob irgendwas drin ist. In der Sonne auf dem Tisch, auf dem Blatt Papa sieht, ey. Okay. Okay, jetzt. Yes.
ganz normal. Gottes Willen! Und jetzt? Ach du Heiler. Was zum Fick? Was zum Fick? Wenn ihr euch erschrocken habt, dann schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr euch richtig erschrocken habt, genauso wie ich. Also ich habe mir gerade quasi in die Hosen gekackt. Hab ich mich jetzt erschrocken? Hallo? Oh. Oh. Was soll das? Hallo? Hallo? Was soll das? Ich krieg gerade Angst. Ohne Scheiß, ich krieg Gänsehaut. Achso. Ohne Scheiß, mir stehen die Haare zu Berge und ich habe sowas von Gänsehaut auf dem Rücken gekriegt. Jetzt schon wieder. Ich glaube nicht, dass ich da langlaufen sollte. Ich gehe aber weiter geradeaus. Nein, ich laufe geradeaus. Ist ja okay, ich gehe ja schon. Krankes Spiel, Alter. Ich möchte ehrlich gesagt, machen wir das Licht an hier. Ich möchte eigentlich nur wieder raus. Danke. Ja, ich gehe auf ihn herum. Ich kann da halt jetzt nicht reingehen. Ich gehe. Das Spiel wird immer kranker, ohne Scheiß. Tür direkt zu, genau, danke.
Ich schwör's euch, dieses Spiel wird immer kranker. Ich muss sagen, kann ich nicht mehr so eine ruhige Stelle haben, hier aber irgendwas zum Lesen oder irgendwas. Wahrscheinlich habe ich 2-3 Zettel übersehen oder so. Okay, das ist zu. Nichts an Zetteln drin. Schade, schade. Da ist eine Tür. Wenn wir irgendwas zum Lesen haben, da passiert mir nichts. War doch klar. Das ist doch mein Zimmer, Alter. So gefällt mir das. Schön hell. Okay, da, also das kann ich noch nicht. Was war das? Oh. Ah, da kann ich die Zeichnung sehen. Okay, klein. Es geht, glaube ich, darum, um ein kleines Mädchen. Alter, das war mal eine Reise. Und ich schwör's dir, mir ist der ganze Film über irgendwas. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Haarsträhne, okay. Trotzdem mag ich diesen Raum, weil der ist sehr schön hell. Jetzt hasse ich den Raum, weil ich habe gerade sowas von Angst gekriegt. Wirklich, ich hatte gerade sowas von wieder Angstzustände in dem Moment. Perfekt. Danke. Gut, wir sind wieder in einem Raum. Oh, danke, dieses Spiel oder macht so schön. So, neue Bilder. Gucken wir mal ganz schnell. Nein, das kennen wir schon, das kennen wir auch schon. Ah, das kennen wir noch nicht. Ja, doch, kennen wir wohl, aber das ist neu. Ja, und der Rest, das ist wohl nicht so wichtig. Das ist eine schöne Lampe, die auch gerne mal aufhängen. Was ist das denn? Also das mit den Ratten, genau. Da oben sind unsere Bilder. Prothese. Nochmal die Ratten. Okay. Ja, ich hab Dings. Ich finde das echt schön. Okay, ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber dann machen wir erstmal das Bild weiter, ne?
Okay, also das ist schon mal eine Person. Also da würde ich meinen linken Schuh drauf wenden. Alles wohl irgendwie eine fertig gemalte Person oder eine zerschimmelte oder vielleicht der Vater, der vielleicht tot ist und darauf gefunden worden ist. Weiß es nicht. Mein Zettel sagt das Zettel. Ich hasse selbst jetzt verloren, alleine, hoffnungslos. Du bist immer alleine gewesen. Du wirst immer hoffe, ein schwierigender Fehler beendet. Okay, vielleicht hätte ich auch alles ein bisschen aufschreiben müssen, alles mal zusammen lesen sollen. Man weiß es nicht. Auto. Werde ich aber gleich mal tun. Ich guck mal die ganzen Folgen durch. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.